Online-Karrieretag 2016 in Köln. Neben mir sitzt Tim Schumacher, hocherfolgreicher Internetunternehmer und Gründer der Firma IO. Tim, gerade hattest du einen Vortrag darüber, wie cool es doch ist, in der Internetbranche zu arbeiten. Hattest du das schon mal bereut oder was ist das Coole daran, wirklich hier zu arbeiten? Die Internetbranche ist einfach lockerer als andere Branchen. Man kann sich selber, glaube ich, besser verwirklichen, man kann viel mehr Eigeninitiative bringen. Alles dreht sich viel schneller, verändert sich schneller, mit allen Vor- und Nachteilen, aber ich habe es definitiv nie bereut, in dieser Branche gelandet zu sein. Du bist hocherfolgreicher Unternehmer und selber in der Start-up-Welt unterwegs. Viele der Bewerber hier nehmen den traditionellen Weg und bewerben sich in einem Konzern. Was würdest du den Leuten raten, die sich gern sofort in einem Startup verwirklichen möchten? Also ich finde es super, auch erstmal Erfahrung in einem Startup zu sammeln als Mitarbeiter. Das finde ich einen sehr guten Weg. Also sich ein Unternehmen zu suchen, ein Startup zu suchen, wo man das Gefühl hat, da ist ein richtig gutes Team dahinter, das ist ein richtig gutes Produkt. Und das wächst auch richtig gut. Und man nimmt dann als Mitarbeiter die Phase mit, wo das Unternehmen vielleicht von 10 Mann auf 100 wächst. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und da wird jeder bestätigen, der das schon mal gemacht hat, dass das mit einer der besten Erfahrungen seines Lebens ist. Und von daher wäre mein Rat an jeden Absolventen, genauso wie ihr euch Konzerne anguckt, und zu manchen Leuten passen Konzerne auch besser, das ist auch okay, guckt euch Startups an, aber macht sozusagen eure eigene Due Diligence. Also guckt euch wirklich an, welches Startup passt zu euch und auch vor allem, wo glaubt ihr, dass das wirklich erfolgreich wird, und dann bewerbt euch dort. IO ist ja ein Unternehmen, was wirklich was verändert. Welche Jobmöglichkeiten gibt es denn bei euch und welche Aufstiegschancen? Ja, das Tolle in jedem Unternehmen, was wächst, ist, dass die Aufstiegschancen phänomenal gut sind. Einfach weil ein Unternehmen, was wächst, braucht ständig neue Mitarbeiter, mehr Verantwortung. Natürlich bilden sich auch in einem wachsenden Unternehmen Hierarchien aus. Von daher sind tatsächlich die Aufstiegsmöglichkeiten per Definition eigentlich in jedem Unternehmen, was wächst, extrem gut. Bei uns jetzt spezifisch, wir brauchen sehr viele Entwickler. Android, Python, Java, JavaScript, diverse andere, das sind sehr spezielle Funktionen. Im allgemeinen Bereich brauchen wir aber auch allgemeine Funktionen, sei es jetzt HR, sei es Online-Marketing, Customer Support und diese Dinge. Online-Karrieretag, warum glaubst du, braucht die Branche so eine Jobmesse? Na, weil sie einfach einen Fokus nochmal auf unsere spezielle Branche bringt, und von daher finde ich das eine tolle Veranstaltung, weil ich glaube, ein Fehler, den die Online-Branche manchmal macht, ist zu denken, online passiert alles automatisch, und das tut es aber nicht. Und natürlich konkurrieren wir um die besten Köpfe auch mit etablierten Unternehmen, und eine Branchenmesse, wo man ja auch einfach Leute persönlich treffen kann, wo die Sachen etwas mehr zum Anfassen werden, ist einfach was, wo junge Absolventen auch Firmen kennenlernen, und dann sollte sich die Online-Branche dem genauso stellen. Von daher finde ich das eine tolle Initiative, und wir machen definitiv auch sehr gerne mit. Tim, dann danke ich dir für das nette Gespräch. Ich wünsche dir noch einen guten Tag, viele erfolgreiche Bewerber und viel Erfolg noch. Dankeschön.